Die FDP. Geschätzter Herr Präsident, es ist schade, dass die Bundeskanzlerin jetzt den Raum verlässt, aber nach einer solchen Rede ist das vielleicht auch besser, weil man ja sonst zugeben muss, dass das, was gerade der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU gesagt hat, nichts anderes war als eine scheinheilige Rede. Es war eine Oppositionsrede. Aber am Ende ist es doch so, das ist der Haushalt der Koalition. Und das, was Sie getan haben, war das, was Sie immer am Ende einer Legislatur tun. Wir wollten es eigentlich anders. Es ging leider nicht. Und wir machen bei allem mit. Und dasselbe werden Sie in Zukunft auch wieder machen. Und das ist das, was ich bei Ihrer Haushaltspolitik von CDU/CSU so wahnsinnig vermisse, dass Sie sogar hingehen und sagen, wir werden 96 Milliarden Schulden machen. Am Ende sagen, wir ändern ein klein bisschen. Und ich habe große Hoffnung, dass anders als das, was Sie gesagt haben, Herr Brinkhaus, der Kollege Rebeck noch mal klar machen wird, dass dieser Haushalt wesentlich verändert werden muss, damit er in Ansätzen auch nur verfassungsgerecht ist. Meine Damen und Herren, und die Rede davor, da sagt jetzt die SPD, die da applaudiert, die CDU applaudiert an der Stelle, ihr seid doch gar keine Koalition mehr, seien wir doch ehrlich. Das ist ein Kanzlerkandidatenhaushalt, das war eine Kanzlerkandidatenrede, das hat mit vernünftiger, nachsichtiger, umsichtiger Haushaltsrede und nichts mehr zu tun. Und das ist das, wohin wir in diesem Jahr kommen. Und das sind die roten Zahlen, die diese Große Koalition uns am Ende dieser Legislatur hinterlassen wird. Meine Damen und Herren, das Schlimme dabei ist, wenn man vergleicht, wie Sie, Herr Scholz, und wie Herr Brinkhaus das auch getan hat, wenn man vergleicht diese Notsituationen, dann sollte man auf einen Punkt ganz genau gucken. Nicht auf die Frage, mit wie viel Neuverschuldung man da erst mal reingeht, sondern man sollte schauen, mit wie vielen Mehrausgaben man da rausgeht. Und das ist der Unterschied zu Schwarz-Gelb und zu dem Koalitionsentwurf, den damals der hinter mir sitzende Präsident als Finanzminister vorgeschlagen hat, nämlich zu sagen, wir halten nach einer Krise die Ausgaben stabil. Und was machen Sie, Herr Brinkhaus, mit Ihrer Koalition? Sie erhöhen nach der Krise. Und es ist Ihr Finanzplan. Es ist nicht der nur des Ministers, es ist der der Koalition. Deswegen, ja, ich weiß, Sie haben mit dem Kabinett und der Kanzlerin nichts zu tun. Es ist Ihr Finanzplan. Und dazu müssen Sie mal stehen. Und der sagt, die CDU will mehr Ausgaben, aber sie sagt noch nicht, mit welcher Steuererhöhung sie nach dem Ende der Legislatur dann daran gehen will. Und das halte ich für falsch. Meine Damen und Herren, das ist der letzte Haushalt dieser Bundeskanzlerin. Eigentlich ist das heute das Einleiten des Endes der vielen und auch vielen guten Jahre, das will ich gar nicht bestreiten, Jahre mit Angela Merkel. Aber ist es wirklich das, was Angela Merkel hinterlassen will? Sind es wirklich Rekordschulden? Dieser Finanzminister wird als Schuldenkönig in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen. Und diese Bundeskanzlerin wird diejenige sein, die die höchste Neuverschuldung innerhalb von 2 Jahren einem Volk überlässt, das in die Zukunft gehen muss, das investieren muss, das nachhaltig werden muss, das die Wirtschaft umbauen muss und das erkennen muss, dass Deutschland in dieser Welt eine ganz besondere Aufgabe auch weiterhin haben wird. All das ist das, was diese Große Koalition hinterlassen wird und was sich mit diesem Haushalt andeutet. Und da kann ich nur sagen, vor dieser Zukunft kann man eigentlich nur die Augen zumachen, Herrn Brinkhaus zuhören und sagen, ach, wäre er doch wirklich das, was er vorgibt zu sein, nämlich ein vernünftiger Mensch. Er ist es aber nicht. Er guckt leider immer nur auf die nächste Wahl, und Sie gucken nicht auf die nächsten Haushalte. Und da komme ich dann zu einem Punkt, der mich ganz besonders ärgert. Der Minister gibt es nicht zu. Sie deuten es an bei der Finanzplanung. Sie haben Lücken in Ihrer Finanzplanung. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, in 2022 10 Milliarden, in 2023 über 10 Milliarden und 2024 wieder 10 Milliarden. Wo Sie sagen, da besteht Handlungsbedarf. Für die, die das nicht wissen, wissen Sie, was das bedeutet? Diese Regierung legt einen Finanzplan vor, von dem sie noch nicht weiß, wie sie in den nächsten Jahren die Schulden bedienen kann. Und das sagen Sie dann auch noch. Darüber können wir ja noch mal reden. Seien wir doch ehrlich, Herr Brinkhaus. Sie wissen auch nicht, wie Sie das lösen können. Und deswegen kritisieren Sie das zwar, aber Lösungen haben Sie nicht. Ja, jetzt kommt, danke, Herr Brinkhaus, jetzt kommt meine Lösung. Jetzt kommt die Lösung meiner Fraktion. Und meine Fraktion wird anders als Ihre Fraktion und anders als Ihre Ankündigung, Herr Kollege Brinkhaus. Wenn Sie mich ansprechen, sollten Sie mir auch zuhören. Das ist ein Gebot der Höflichkeit. Ja, danke. Mit den Grünen können Sie später schäkern. Die werden dann die nächsten Schuldenhaushalte mit Ihnen machen. Das ist auch in Ordnung. Aber, Herr Brinkhaus,
Ich kann Ihnen für meine Fraktion nur eines ganz klar sagen. Wir werden diese Haushaltsberatung dazu nutzen, um genau die einzelnen Punkte anzugehen, die einzelnen Ausgabefragen hinzugehen. Das haben Sie nämlich nicht gemacht. Es gibt keine Ausgabe, die wesentlich gekürzt wird. Es gibt keine Subvention, die wesentlich gekürzt wird. Und was ich noch viel schlimmer finde, obwohl Sie behaupten, dass Sie in einer Notsituation sind, Sie als Koalition, sagen Sie, wir sind in einer Notsituation, aber wir werden neue milliardenschwere Subventionen machen und wir werden neue milliardenschwere Sozialleistungen machen. Das kann man alles machen, aber doch bitte nicht in einer Notsituation, sondern nach einer Notsituation. Sie aber sagen, Notsituation interessiert uns nicht. Und der Finanzminister ist, und das will ich dann auch deutlich zum Schluss sagen, der Finanzminister hat das doch sehr schön gemacht. Der Finanzminister hat ein paar Wochen vor dem Vorlegen des Haushaltes zu dem hinter Ihnen sitzenden Kollegen gesagt, ach übrigens, ihr braucht gar nicht sparen. Ich sage euch schon jetzt, wir machen eine Notsituation. Ihr könnt so viel ausgeben, wie ihr einigermaßen vernünftig wollt und was ihr immer schon wolltet. Und das ist die Art, wie man Haushaltspolitik für die Zukunft nicht machen darf. Wir werden zeigen, dass es besser geht. Herzlichen Dank. Nur eine Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Kollegen Ernst, Die Linke.